Verzeihen Sie mir, wenn ich unbescheidenerweise sage, dass das heutige Marktgeflüster ein wichtiges ist, denn es geht um eine Welt, um eine Beschreibung der Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät, und all das hat zu tun mit Inflation, das hat zu tun mit der Fed und anderen Notenbanken, und die erzeugen Exzesse an den Finanzmärkten, und die Leidtragenden, das sind die Armen, die unter der Inflation leiden, während die Reichen, die Vermögenden, die Vermögensbesitzer eben immer reicher werden, werden die Armen immer ärmer, denn die werden durch die Inflation enteignet, und das führt zu gesellschaftlichen Konflikten, die letztendlich kaum mehr lösbar sein werden. Also muss sich da was ändern. Aber der Reihe nach, meine Damen und Herren, schauen wir uns zunächst mal an. Das sind alte Grafiken, vorab geschickt. Das sind Grafiken aus dem November 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr. Hier sehen wir, dass die reichen Amerikaner, die Milliardäre, 1 Billion gewonnen haben, an Vermögen gewonnen haben, zwischen März 2020 und November 2020. Wenn wir uns mal angucken, wo die Aktienmärkte im November 2020 standen und das mit heute vergleichen, dann kann man sich vorstellen, dass diese Sümmchen, die hier genannt werden, über Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, dass das natürlich Peanuts sind im Vergleich zu dem, was diese Herrschaften inzwischen an Reichtum hinzugewonnen haben. Unten sehen wir mal eine Verteilung, die Top 1, wie viel die prozentual besitzen, die Top 10 und die 50 bis 90%, auch das eine ältere Grafik. Auch hier haben sich die Dimensionen inzwischen total verschoben. Wer aber leidet eben unter dieser Inflation, die derzeit der Fall ist? Es sind die Armen. Die Fed wiederum sagt ja ständig, ja, wir wollen ja für die Gerechtigkeit etwas tun, wir wollen der Wirtschaft helfen, wir wollen Jobs schaffen etc. Faktisch ist es so, dass sie die Armen enteignet, noch mehr enteignet, ihre Lebensumstände schwieriger macht und faktisch eben dann den Reichen, den Vermögenden das Geld in die Tasche zuschiebt. Und das ist schwierig, das sehen wir unten in der Grafik mal die Anteile am praktisch an dem, was die Armen aufgrund der Inflation mehr aufwenden müssen, wie viel Prozent ihres Gehaltes, wie viel Prozent ihres Einkommens oder ihrer staatlichen Unterstützung, was auch immer. Und wir sehen Rent zum Beispiel, da ist es deutlich, in so vielen Bereichen ist das deutlich. Also das sind letztendlich die Opfer der Inflation, und diese Inflation ist wesentlich auch mit verursacht durch die Notenbanken, die die Geldmenge massiv erhöht hatten. Und dann kommt eben post-Corona die Situation, dass wir einen massiven Angebotsdefizit haben und einen massiven Überhang an Nachfrage, und das schafft eben diese Inflation. Aber weiter im Text, meine Damen und Herren, wir sehen jetzt die Exzesse. Wir sehen hier in dem Chart, das ist die Aktie von Avis, diesem Autovermieter. Diese Aktie ist um mehrere 100% heute gestiegen. Warum? Da hat man Zahlen gemeldet, die waren okay, die waren gut. Aber naja, es waren vor allem offenkundig Shorties, die da gegrillt wurden. Es ist eine massive Spekulation, die da stattfindet. Und alleine dieser Anstieg der Avis-Aktie hat den Dow Jones Transports um mehr als 1000 Punkte, mehr als 6% nach oben gebracht. Was ist da los? Was sind das für Exzesse? Wie ist das noch überhaupt zu erklären? Aber Exzesse, gehen wir mal weiter. Wir sehen neue Allzeithochs beim Dow Jones, beim S&P, beim Nasdaq, beim Dow Jones Transports, beim Russell 2000. Und unten sehen wir mal die Aktie von Avis zwischen 1985 und heute. Und wir sehen heute, Bums, macht es eine Bewegung, die in den letzten 35 Jahren nicht ansatzweise vorhanden gewesen ist, aber es geht noch weiter. Wir haben ja diese Ereignisse gestern um Tesla gehabt. Tesla massiv gestiegen, über 1200 Dollar, eine Bewertung von 1,2 Billionen, deutlich mehr als alle Autobauer der Welt zusammen. Natürlich gerechtfertigt. Elon Musk hatte ja heute Nacht getwittert, ja, wir haben ja keinen Vertrag eigentlich bisher geschlossen, und überhaupt sei die Nachfrage nach Tesla-Autos deutlich stärker, als man überhaupt liefern könne. Also mal gucken, ob wir Herz da was liefern, diesem Autovermieter Herz. Und der wiederum hat sich dann heute gemeldet und gesagt, ja, wieso, wir haben schon die ersten gekauft und die Nachfrage sei super, alles ganz toll. Und plötzlich der Aktienkurs von Herz nach oben gegangen. So ein Zufall aber auch. Ein noch vor kurzem insolventes Unternehmen, Ende Juni, Anfang Juli ist man erst aus dieser Insolvenz rausgekommen. Und jetzt werden solche Nachrichten gepusht. Da haben sich zwei gefunden, nämlich Elon Musk und irgendwelche Marketingleute bei Herz. Und die pushen Bewertungen nach oben. Da werden Exzesse zelebriert und andere springen dann mit drauf, sodass die Exzesse sich nochmal potenzieren. Also es ist schon eine irre Welt, muss man sagen. Und zufälligerweise, kurz nach der Meldung,
das Herz 100.000 Teslas kaufen will. Angeblich haben leitende Mitarbeiter von Tesla ihre Aktien verkauft. Ja, es gibt Zufälle in der Welt, meine Damen und Herren, die sind ja kaum fassbar. Elon Musk ist jetzt dreimal so reich wie Warren Buffett. Warren Buffett aber produziert einen völlig anderen Gewinn etwa mit seiner Firma Berkshire Hathaway statt als Tesla-Chef Elon Musk. Also die Relationen, die stimmen hinten und vorne nicht. Hier sagen viele, ja, Tesla ist doch viel mehr als ein Autobauer. Okay, 94% des Umsatzes von Tesla kommen durch Autos. Ah, so ein Zufall. Also viel mehr als ein Autobauer, nämlich 6% mehr als ein reiner Autobauer. Okay, da kann man natürlich nichts kritisieren. Hier sehen wir mal ein paar Bewertungen. Price-to-Earnings-Ratios. Tesla 383, Amazon 64, Netflix 61 und so weiter und so fort. Der S&P 500 insgesamt 26. Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz. Tesla Faktor 29, Microsoft 14, Netflix 11. Der S&P 500 3, auch das ist historisch eine hohe Bewertung, aber bei Tesla sind wir bei 29. Also die Zukunft, die muss ganz toll sein für Tesla, gar keine Frage. Das ist so eine Art des Science Fiction für Investoren, hat man das Gefühl, einfach nur noch absurd. Und ja, es gibt natürlich rationale Argumente für diese Exzesse. Wir sehen, wie Bespoke Investment hier schreibt. Die Gewinne sind gestiegen, der Unternehmen auch durch Rationalisierung. Die haben es gut hingekriegt, in dieser Corona-Phase ihre Kosten zu drücken, obwohl sie jetzt eben durch Energie und andere Faktoren unter deutlichem Kostendruck leiden, vor allem weil die Löhne jetzt bald immer stärker nach oben gehen werden. Und auf der anderen Seite sehen wir die Realrenditen, also die Zinsentwicklung, die Renditeentwicklung minus Inflation, und die ist eben so extrem negativ, dass alle in diesen Exzess reinspringen und sagen, ja, was bleibt mir anderes übrig als Aktien zu kaufen, Anleihen sind uninteressant. Und dann müssen wir vielleicht Immobilien kaufen. Da sehen wir die Entwicklung der Immobilienpreise. All das ist bedingt durch die Notenbankpolitik, die letztendlich eine Art Tsunami auslösen wird. Früher oder später, es ist eine Frage der Zeit. Und die, die sagen, ja, ist doch toll, ich mache mich immer reicher, die werden aber hintenrum die Rechnung bekommen. Und die wird vielleicht nicht schön sein. Also sollten wir die Frage stellen, ob wir nicht jetzt einschreiten und jetzt wieder zur Vernunft kommen, bevor wir dann das ganze Desaster nochmal in einer ganz anderen Weise werden ausbaden müssen. Man kann notwendige Grausamkeiten frühzeitig begehen oder man begeht sie nicht, dann sind die Grausamkeiten hinterher aber deutlich größer und heftiger. Sie kennen vielleicht diesen Satz von Machiavelli, notwendige Grausamkeiten müssen möglichst früh begangen werden. Aber kommen wir zurück zu den Märkten. Wir sehen oben an den Anleihenmärkten die Volatilität deutlich steigend, wie Lisa Abramovic hier zeigt, der sogenannte Move-Index. Der geht nach oben, also die Nervosität der Anleihenmärkte ist groß. Und die Anleihenmärkte spielen schon ein völlig anderes Spiel als die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte sagen sich, solange die Liquidität da ist, da kaufen wir und kaufen wir und kaufen wir. Die Anleihenmärkte sagen, diese Inflation ist nicht transitory, Lieferengpässe, Materialmangel auch nicht so transitory, also werden wir Zinsanhebungen einpreisen. Davon sind die Aktienmärkte noch ziemlich weit entfernt, wie wir unten beim VIX sehen. Da fallen wir weiter nach unten. Und was macht jetzt die Fed, die ja morgen ihre Entscheidung verkünden wird? Hier ein Artikel von Barron's, der sagt, ja, es ist vielleicht so, dass die Märkte natürlich erwarten, dass das Tapering verkündet wird. Das dürfte kommen. Wahrscheinlich wird die Fed im Dezember beginnen mit dem Tapering und dann irgendwann Mitte des Jahres fertig sein. Also dann keine Anleihen mehr kaufen, keine Mortgage-Backed Securities mehr kaufen, damit keine weitere Liquidität an die Märkte führen. Aber vielleicht muss die Fed eben früher umsteuern und viel hawkischer sein, also mithin das Tapering deutlich schneller durchziehen, um dann schon die Zinsen anzuheben. So argumentiert dieser Artikel von Barron's, den ich sehr, sehr stark finde. Und vielleicht mal der Unterschied zu den 1970er Jahren. Da hatten wir ja hohe Inflation, dann ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum, mit anderen Worten Stagflation. Aber was war damals der Fall? Damals hatten wir eine Angebotskrise. Es gab also, beziehungsweise wir hatten eine Krise, die eben bedingt war durch Supply Shortages. Und jetzt haben wir eben, oder die Krise damals, genauer gesagt, jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln, meine Damen und Herren, das ist alles ein bisschen viel für mich, gell? Jedenfalls, damals war die Krise demand-driven. Jetzt haben wir
Also praktisch zu viel Nachfrage war damals der Fall. Jetzt haben wir schlichtweg zu wenig Angebot. Das ist der große Unterschied zu den 1970er Jahren. Und dadurch verliert die Fed, verlieren die Notenbanken den Zugriff auf das Thema Inflation, zumindest so wie sie agieren, indem sie eben weiter Geld in die Märkte pumpen in einer solchen Situation. Katastrophal. Und es kommt jetzt alles drauf an, wie geht es denn weiter mit diesen Lieferketten? Wie geht es weiter mit dem Materialmangel? Und diese Grafik halte ich für extrem entscheidend, denn die Aktienmärkte vor allem und viele Ökonomen gehen davon aus, 2022 wird sich das alles beruhigen, die Inflation dann um und bei 2% liegen, vielleicht ein bisschen drüber. Aber wenn das nicht passiert, wenn dieser Mangel weiter anherrscht, diese Lieferkettenprobleme, dann wird die Inflation hoch bleiben, nämlich über 5%, und eine Fed, die dann nach gut einem Jahr 5% Inflation nicht die Zinsen anhebt, die ist dann völlig praktisch hinter der Kurve und verliert komplett die Kontrolle über das, was da passiert. Und gucken wir uns mal ein paar Sachen an in Sachen Inflation. Wir sehen hier Weizen auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Wir sehen, dass Cotton hier, also Baumwolle, auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Starke Nachfrage aus China. Weizen natürlich ein Riesenproblem, weil das die Ernährung, die Grundernährung ist für so viele Menschen auf der Welt. Und auf der anderen Seite haben wir eine EZB, die so tut hier in Europa, als wäre nichts gewesen. Die erhöht mal um weitere fast 100 Milliarden Dollar, Euro sind das, ihre Bilanzsumme, druckt also weiter Geld. Jetzt hat interessanterweise Yanis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, gesagt, ja, wir sollten die Zinsen anheben und wir sollten eine Art Klima-QE betreiben. Das ist ein hochinteressanter Vorschlag. Hier ein Artikel bei Project Syndicate. Also da ist sozusagen Klimarettung muss per QE betrieben werden, aber da muss man im Gegensatz dann die Zinsen anheben. Das ist wirklich mal starker Tobak. Aber kommen wir zu einem anderen Thema, und das ist nicht weniger wichtig, zu China. China ist, so meine These, unser Schicksal, denn die Dinge, die dort passieren, die werden auf uns zukommen, ob wir wollen oder nicht. Nicht nur, weil wir wirtschaftlich so stark mit China verzahnt sind, vor allem unsere Autoindustrie. Jedenfalls heute da in China Li Keqiang, Ministerpräsident, gesagt, ja, wir sollten hier die Monopole zerschlagen, unfaire Competition angehen. Wir sollten gegen Preiswucher vorgehen. Aha, man sollte gegen Preiswucher vorgehen. Gleichzeitig hat er auch gesagt, also die chinesische Wirtschaft hat großen Abwärtsdruck, der derzeit stattfindet. Erstaunlicherweise hat ja das chinesische Wirtschaftsministerium heute die Chinesen aufgefordert, Nahrungsmittel zu horten, um vorzusorgen, für was eigentlich, für schwierige Zeiten, keine Ahnung. Manche fürchten, das ist eine Ansage, ja, versorgt euch nochmal mit Lebensmitteln, bevor es in Sachen Taiwan losgeht. Olympischen Spiele, die im Februar stattfinden, Winterspiele, sprechen ein bisschen dagegen. Aber die Probleme in China, die sind massiv. Wir sehen hier die 100 Property Sales, also die Verkäufe der 100 wichtigsten Immobilienfirmen in China, sind um 30% zum Vorjahresmonat gesunken. Denen geht es also an den Kragen. Und so kleine Auswüchse dessen sind etwa auch im Sport zu sehen. Hebei, ein in Anführungszeichen Bundesliga-Club in China, steht jetzt offenkundig vor der Insolvenz, und dieser Bundesliga-Club oder dieser Club aus der chinesischen ersten Liga, der gehört einem Immobilienentwickler. Wir sehen also, da ist ja kürzlich schon mal ein anderer Verein, ein wichtiger Verein, pleite gegangen. Wir sehen also die Kollateralschäden, die jetzt hier durchschlagen. Und wir sehen, dass die Produktivität in China sinkt um 0,6% bislang in diesem Jahr. Und das liegt auch daran, dass eben die Bevölkerung altert und dass es immer weniger arbeitsfähige Menschen in China gibt. Und China hat uns den Hintern gerettet, man kann das nicht oft sagen, in der Finanzkrise, als die praktisch ihre Immobilienblase befeuerten, in die Infrastruktur investierten. Dadurch wurden Materialien gebraucht, wurden Maschinen gebraucht. Das hat sozusagen einen wesentlichen Effekt gehabt damals auf die Weltwirtschaft. Jetzt fällt China als wirklicher Motor aus, und das ist keine gute Nachricht. Und über all das werde ich am Donnerstag mit Jürgen Kremp sprechen bei der neuen Folge von Boom und Bust. Da wird es extrem interessante Dinge geben. China ist unser Schicksal. Vergessen Sie das nicht, meine Damen und Herren. Und wir sehen heute zum Beispiel, dass drei wichtige Firmen sich zurückziehen aus dem Reich der Mitte. Das ist Yahoo, das ist LinkedIn und das ist Fortnite. Also wir sehen einen Prozess, der
Deglobalisierung, der Entglobalisierung. Wir sehen eine Trennung der Welten. China und sein Imperium hier, die USA und ihr Imperium mit dem Westen dort. Das ist sozusagen das, was da jetzt passiert. Und hier noch zwei Tipps zum Ende dieses Videos, die ich Ihnen unter dem Video verlinken möchte. Artikel von Finanzmarktwelt, die ich heute verfassen durfte. Inflation, Carl Icahn warnt vor Crash, Ende des Bullenmarktes. Das ist von Interesse mit einem Video von Lars Eriksen, der sich nicht so richtig kurz fassen kann, aber nie natürlich wirklich Falsches sagt auf der einen Seite. Und dann Herz, Elon Musk, Tesla, eine Marketing-Schmierenkomödie. Diese beiden Artikel sind verlinkt unter dem Video. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.